Geek Talk, der europäische Tech Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Donnerstag, 23. Februar 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 61, mit der Nummer 61. Und hier spricht Martin Rechsteiner zu euch mit den folgenden News-Themen. Zum einen haben wir Natel, Apple Park, Reborn, UPS, Sony SD, Cortana Lautsprecher, Minecraft, Samsung Flow, Pokémon Go und Good Notes in der Version 4. Ja, dann beginnen wir doch mal. Natel meine deutschen und mein österreichischer Mitpodcaster haben das Wort sicherlich bevor sie mich kannten nicht wirklich mitbekommen oder gekannt. Ähm, die hören da ist das gleiche. Ich bin immer wieder äh, überrascht, was für Eigenheiten, was für Wörter das es hier gibt und äh, bei euch gibt und umgekehrt wahrscheinlich auch. Natel ist so eines, das ist ein Begriff, der sich in ganz früher mal äh, gebildet hat, per 1999 dann von der Swisscom, dem größten schweizerischen Mobilfunkanbieter, geschützt wurde. Das ist eigentlich das nationale Autotelefon die Abkürzung von NATEL in Großbuchstaben und war bei uns ein Synonym, und ich sage bewusst, war ein Synonym für ein Smartphone, also für ein mobiles Telefon hier in der Schweiz. Interessanterweise auch in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz, also wirklich querbeet. Äh, Handy hat sich nie so durchgesetzt, unter anderem bis zur Öffnung von ganzen äh, Mobilfunkmarkt eigentlich, weil das eigentlich ein, ein Spülmittel, ein Geschirrspülmittel von der Migro, dem größten oder einem von den größeren ähm, Einkaufsmöglichkeiten hier in der Schweiz war. Kurze Rede, langer Sinn. Das Natel wurde gestern offiziell von der Swisscom begraben, denn sie nennen es jetzt nicht mehr Natel. Das Ganze ist jetzt auch ein Mobiltelefon, ein Smartphone, was auch immer. Sehr, sehr schade. Für mich wird es weiterhin noch ein Natel bleiben und ja, mal schauen, wohin die Reise noch geht. Das zweite Thema, Apple Park. Der neue Name für Campus oder der Name für den Campus 2, welchen Apple eigentlich mal eröffnen wollte oder was heißt eigentlich mal eröffnen wollte, geplant für dieses Jahr. Im, Fe im April diesen Jahres werden die ersten Mitarbeiter das Ganze beziehen können und eben wie jetzt Apple bekannt gegeben hat, hat wird der, die ganze Anlage auf Apple Park hören. Da wird auch das Steve stoppt, Stop Steve Jobs Theater auf, äh, eröffnet und das wird im Laufe des Jahres äh, dann äh, soweit sein. Bis Ende des Jahres sollten dann, wie gesagt, alle äh, die Möglichkeit bestehen, dass alle Mitarbeiter da im Campus oder eben im Apple Park mit drin sind. Es gibt sie, diejenigen, die es immer wieder probieren. Opera, kennt ihr den Browser? Nutzt ihr den Browser? Probiert es jetzt wieder mal mit einem Redesign. Redesign im Sinne von vor allem optischen ähm, ja, Natur aktuell. Später kommen dann auch noch ein bisschen im Untergrund ein bisschen was dazu. Vor allem die Sidebar hat es mir irgendwie ein bisschen angetan. Also, ich werde Oprah wieder mal probieren, auch wenn ich eigentlich ziemlich eingeschossen bin auf meinen Safari und in ganz seltenen Fällen auf dem Chrome und auf Windows natürlich auf den Edge-Browser bin mal gespannt. Ich werde mir das mal anschauen. Zumindest optisch schaut das sehr witzig aus. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Test. Was nutzt ihr eigentlich für einen Browser? Gerne in die Kommentare oder über Social Media uns zukommen lassen. Das würde mich freuen oder interessieren. UPS, die haben wieder mal was mit Drohnen getestet und zwar nicht äh, vornehmlich Drohnen zum Ausliefern, sondern unterstützend zu den normalen Fahren, also fahren Es soll auch den Lieferwagenfahrern nicht... Äh, ja, wie soll ich sagen, ersetzen, sondern den eben was in der Arbeit unterstützen und das vor allem auf ländlichen Gebieten, wo vor allem ganz viele und große Distanzen zurückgelegt werden müssen. Und dazu haben wir einen Bericht verlinkt von Heise.de sowie ein Video ist da drin. Das Ganze hat eigentlich zumindest für das Video sehr gut funktioniert. Anscheinend hat es bei der Vorführung bei den Journalisten ein kleines Problem gegeben. Steckt natürlich alles noch in den Kinderschuhen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man eben in ländlichen Gegenden, wo die Staaten ja wirklich große ländliche Gebiete haben, sowas unterstützend einsetzen könnte. Sonny, hat eine neue SD-Kartenserie vorgestellt. Hören tut die auf den Namen SF-G und kann und will, besser gesagt, sogar 300 MB pro Sekunde schreiben und lesen können. Bedingt eine Kamera mit einer UHS-2-Unterstützung. Klingt aber schon mal sehr gut und ich freue mich auf die weiteren Karten, die kommen werden. In der Größe 32, 64 und 128 wird das Ganze erhältlich sein. Also die Karte wird dann auch relativ schnell voll sein, denke ich doch mal. Dann gehen wir über zu Cortana. Ihr habt ja mitbekommen, Sprachassistenten die Woche. Ich sage es immer wieder, glaube ich, von Folge zu Folge. Ein äh, Punkt, den wir nur ein bisschen angesprochen haben, war Cortana, weil da die Hardware fehlte. Die ist jetzt anscheinend zertifiziert worden, also zumindest mal bei der Zertifi Zertifizierungsstelle. Und da ist was Spannendes rausgekommen. Das Teil läuft nämlich nicht auf Windows, sondern auf Linux. Macht ja eigentlich auch Sinn, weil warum da ein vollwertiges Betriebssystem nehmen, wenn das eigentlich quasi nur quasi, ja, ein bisschen Hardwareunterstützung vom, vom Lautsprecher und Mikrofon braucht und nicht mehr? Da kann man ja auch was Schmales nehmen. Und äh, Microsoft arbeitet ja sowieso ganz stark in die Richtung. Weshalb nicht? Weshalb ich das Thema erwähne? Wie gesagt, eben, im Zertifizierungsmodus ist das Ganze jetzt mittlerweile drin. Es gibt auch ein neues Video dazu. Solltet ihr, ihr euch mal anschauen? Also ich will so ein Teil haben, das macht mich sehr, sehr neugierig. Liebes Microsoft, ich glaube, wir müssen mal reden. Windows 10. Da gibt es auch Neuigkeiten. Minecraft ist nämlich jetzt auch für Windows 10 Mobile erschienen. Ja, ich weiß, die Smartphones sind nicht mehr ganz so fleißig unterwegs und es gibt sie aber immer noch, die Fans. Ich selber bin auch nach wie vor einer und muss schauen, dass ich meines wieder in Betrieb bekomme. Das habe ich ja mit dem letzten Update ein bisschen geschlissen. Für all diejenigen, die Minecraft spielen möchten, sicherlich eine schöne Neuigkeit. Wer liebt es nicht, mit seiner Apple Watch den Mac, an dem er in die Nähe tritt, zu entsperren? Gleiches gibt es ja auch auf Android mit zusätzlichen Apps und ähm, Rechner. Bei Samsung gibt es die App Samsung Flow und die App kann mittlerweile schon Tablets, also der der Galaxy Tab Pro S Linie, entsperren, sobald das Smartphone in die Genug, genug, äh, genug nah an Reichweite kommt, sprich dass sie im in Bluetooth-Verbindung damit hergestellt werden kann. Nächstens soll da ein Update kommen auf Windows-Basis, sprich, dass ihr dann auch euren Windows-Rechner damit freischalten könnt, wenn euer Smartphone äh, aus dem Hause Samsung mit der entsprechenden App in die Nähe kommt. Sehr, sehr praktisch, solche Features muss man sich anschauen, wenn man es möchte und bequem hat. Äh, muss man natürlich anschauen. Im Großraumbüro könnte sowas nicht ganz so sinnvoll sein, weil ja. Überlegt selber. Eine Neuigkeit, die eigentlich gar nicht hier reinpasst, zumindest nicht von meiner Person, meine beiden Podcasts sind ja mehr so die Pokémon Go Spieler. Da ist am 27. Februar, also in fünf Tagen, da wird euch der Achim sicherlich dann groß und breit darüber berichten, ist der Pokémon Day. Es ist jetzt schon im Jahre 1996, ist das erste Pokémon-Spiel rausgekommen, damals in Japan, und da gibt es jetzt was zu feiern. Was es da denn zu feiern gibt, ich bin mir ganz sicher, entweder in der Geek Talk-News-Folge oder auch hier in der Daily nächste Woche bei Machim werdet ihr das erfahren. Dann habe ich einen kleinen Tipp für all diejenigen, die gerne Notizen schreiben oder die besser verwalten möchten, als ihr es das jetzt schon tut. GoodNotes ist war oder besser war schon immer seit ziemlich dem ersten iPad irgendwie die Wahl für umfangreiche Notizverwaltung. Möglichkeiten gibt es da drin ohne Ende. Es gibt mittlerweile viele Apps, die ähnliches tun, aber GoodNotes ist da immer noch ein sehr, sehr großer Namen. Das gibt es mittlerweile in der Version 4 und das gibt es aktuell Günstiger zu haben. Wer es also nicht schon hat und immer schon mal wollte, sollte jetzt zuschlagen. Und ich sehe gerade, mein Dokument habe ich geschlossen. Das war aber auch schon das letzte Thema für heute. Ich würde sagen, ich entlasse euch heute in den Donnerstag. Genieß den Tag, seid erfolgreich. Oder lasst mal die Seele baumen, was auch immer ihr möchtet. Auf jeden Fall ruht euch gut aus, schlaft in der Nacht viel, dass ihr am nächsten Morgen, sprich Freitag, dann wieder die nächste Sendung hier im Geek Talk Daily hören könnt. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk!